Komiteefreunde vom vierten Tag auf der FIBO in Köln. Heute ist der letzte Tag. Wir haben auch heute und gestern Fachvideos gedreht. Frank, du hast insgesamt 3 Videos gedreht. Mit welchen Experten denn und um was ging es in dem Video? Ich hatte richtig interessante Leute hier. Wir haben angefangen mit Stefan Müller. Der ist Personal Trainer und auch Ernährungsexperte. Und der hat ein neues Buch rausgebracht über richtige Ernährung bei Faszien. Wir haben uns aber fokussiert auf das Thema Entzündung. Man kann also wirklich Entzündung und Schmerz mit der Ernährung eindämmen. Was ich gelernt habe, ist, 3 Esslöffel Olivenöl wirkt so gut wie 200 Milligramm Ibuprofen. Fand ich jetzt schon mal spannend. Dann hatten wir Sebastian Schreiber, Physiotherapeut. Der hat uns den Step-Down-Test gezeigt. Gut, der ist bekannt. Aber er macht die Bewegungsanalyse mit Hilfe einer App, die man auf dem Tablet hat. Das heißt, man kann eine Slow-Motion-Aufnahme machen, man kann Standbilder machen und kann dann in der App die entsprechenden Winkel auch ausmessen. Ne? Und heute Morgen Peter Franken, Sportwissenschaftler, Personal Trainer. Super spannend. Der importiert ja gerade das Functional Training System von Gary Bray aus den USA. Und da sehen wir in der Redaktion unheimlich viel Potenzial. Und er hat heute die Technik der Functional Manual Reaction vorgestellt. Und es war ein super spaßiger Dreh auch. Das ist ein super Typ. Mit dem werden wir jetzt natürlich auch eine Menge in Zukunft machen. Vielen Dank, Frank. Jörg, welchen Experten hattest du bei dir? Bei mir war der Jens Brünjes, der ist Physiotherapeut. Und der beschäftigt sich sehr intensiv mit dem therapeutischen Klettern. Da steht so die Frage dahinter, zum einen, wie kann ich Klettern therapeutisch nutzen? Vielleicht auch für Patienten, die eigentlich relativ fit sind oder die eine neue Herausforderung suchen. Aber das Ganze trotzdem eben therapeutisch, physiotherapeutisch, medizinisch zu nutzen. Und da ist das so in diesem Zwischenbereich Klettern, therapeutisches Klettern, physiotherapeutisches Handeln, eine sehr interessante Technik. Ja, vielen Dank, Jörg. Ja, liebe Zuschauer, die Messe endet jetzt für uns. Wir waren mit 2 Ständen und 12 Leuten hier, haben mit 3 Kameras 13 Interviews gedreht, 4 Messe-Highlights, 5 Fachvideos. Das sind insgesamt fast 50 Stunden Material geworden. Wir werden jetzt dann unseren Stand an den Messebauer übergeben, den Abend gemütlich ausklingen lassen und freuen uns schon auf die Medica in Düsseldorf. Vielen Dank und bis dahin auf Wiedersehen.